Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier LS19 auf der Ellerbach. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich laufe hier schon gerade über den Hof. Ich will nämlich mal hier was schauen. Was ist hiermit? Ist das erntereif? Nein, das ist doch noch im Wachstum, oder? Sieht aus wie erntereif, ganz ehrlich, es sieht aus wie erntereif, ist aber noch im Wachstum oder was? Habe ich Hilfefenster an. Achso, das ist das. Ja, dann aus. Genau, Hilfe-Icons. Massenheit. Hilfefenster-Typ, Lautstärke. Lenkgeschwindigkeit, Interaktionsmarkierungen, Feldinfo. Ah, da. Getreide im Wachstum. Also, es ist noch nicht fertig gewachsen, es ist noch im Wachstum. Das heißt, okay. Da können wir noch nichts machen, okay. Wie ist es hier? Die Wiese ist auch im Wachstum, okay. Das heißt, da kriegen wir jetzt kein Heu raus, okay. Ist aber nicht verkehrt. Okay. Dann kann ich die wieder ausmachen. Wo war das jetzt? Hallo? Hilfefenster, Feldinfo. Wo ist die Feldinfo? Da. Danke. Dann gucke ich jetzt mal nach den Ballen. Da bin ich mal gespannt. Silogras, immer Silogras, 4000 Liter. Aber es hält. Sehr gut. Wie sieht es aus mit den Heuballen? Da sollte eigentlich auch nichts passieren mit, ne? Ich bin mal gespannt. Ja, sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Ach, hier die Siloballen. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Silogras, okay. Der Mais ist ganz schön gewachsen. Der Mais ist ganz schön gewachsen, Leute. Alter Schwede. Schön. Ich freue mich auf die Ernte. Leute, guckt euch das schöne Feld mal an hier. Guckt euch das schöne Feld hier an. Geil. Ich freue mich schon tierisch da drauf. Bin mal gespannt, wann es soweit ist, ne? Aber gut, wir haben jetzt wettermäßig, wir haben jetzt trocken. Heute und morgen soll den ganzen Tag trocken bleiben. Donnerstag soll es wieder regnen. Dann können wir vielleicht am Samstag, Sonntag nochmal vielleicht mit viel Glück Heu machen. Ansonsten werden wir, glaube ich, nicht mehr viele Möglichkeiten haben, ne? Trockenpotenzial von Gras. Wir müssen gucken, dass wir jetzt am besten mähen. Das heißt, wir werden die zwei Wiesen jetzt mähen. Ich gucke mir das mal an. Die zwei Wiesen hier. Wie es da aussieht. Nein, das wollte ich nicht. Einmal besuchen, danke. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden, hier in der Ecke. Da. Da. 26%, ne? 26%. Die andere Wiese wird wahrscheinlich genauso aussehen. Gehe ich mal von aus. Feuchte. Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht. Passt auf. Wir werden anfangen zu mähen. Wir müssen anfangen zu mähen, weil sonst haben wir keine Chance mehr an Heu zu kommen. Gehe ich mal von aus. Großartig.
Weil wenn wir jetzt mähen, dann kann es zumindest noch trocknen. Ich hoffe, dass es passt. Ich hoffe, dass es passt. Ansonsten haben wir nur, wie gesagt, die paar Heuballen. Dann können wir halt nicht so viele Tiere holen. Das ist ein bisschen doof, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, ne? Versuche, wie gesagt, mein Bestes, um hier Heu zu kriegen. Wisst ihr ja, aber ich brauche den jetzt nur im Prinzip anhängen, die Beinpresse, und einmal verschieben. Vielleicht an das Mähwerk dran muss. Ich muss an das Mähwerk dran, Leute. Deswegen muss ich die Beinpresse einmal nur verschieben hier. Ich brauche nicht damit arbeiten oder sonst was. Ich muss sie nur eben verschieben, um Platz zu haben. Damit ich an das Mähwerk drankomme. Das ist alles. So, das wäre passend oder beziehungsweise perfekt. Jetzt haben wir das Frontmähwerk, das werden wir dran koppeln. Okay. Dann noch das Heckmähwerk. Dann passt das eigentlich. Dann passt das so eigentlich, Leute. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt zu den Feldern. Jetzt weiß ich auch, wo wir hin müssen im Prinzip. Das weiß ich sowieso. Wenn ich versuche zu fahren, dann passt das eigentlich. Und ihr solltet vielleicht das Frontmähwerk anheben. Das könnte vielleicht helfen. Sehr gut. So funktioniert das besser. Nice. 6.12 Uhr. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Am Tag heute. Und ja, schauen wir mal. Was es so ergibt, ne? Schauen wir einfach mal. So. Das sieht doch extrem gut aus hier. Ich freue mich echt auf die Ernte. So, dann wollen wir jetzt einmal anfangen zu mähen, die beiden Wiesen. Auch das kriegen wir hin. Fahren wir einmal hin. Fahren wir einmal hin, Leute. Sehr schön. Haben wir jetzt rechts rum. Dann machen wir die eine Wiese zuerst. Dann machen wir die eine Wiese hier vorne zuerst. Und jetzt das Telefon wieder an. Oh, ich könnte das Telefon manchmal gegen die Wand klatschen. Ich könnte das Telefon echt manchmal gegen die Wand klatschen. Kann das Telefon zwar nichts für, aber egal. So.
Können wir mal hinten noch aufklappen, senken und einschalten. Und dann einmal rund ist die Welt, ne? Genau das. Denn wir können jetzt einmal hier die Wiese mähen. Ich hoffe, das Zeug trocknet auch, dass wir wirklich nochmal gutes Heu rauskriegen. Ich hoffe es. Ich bin mal gespannt. Wäre natürlich ganz nice, ne? Wäre natürlich echt nice. Weil das könnte uns dann nochmal gut helfen. Das könnte uns dann nochmal verdammt gut helfen, ne? Ah, schauen wir mal. Alle Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Hier Heu zu bekommen. Von daher werden wir mal versuchen, die Möglichkeit auch zu nutzen. Ne? Ich hoffe, diesmal klappt das. Zumindest bei den zwei Feldern. Sonst ist es doof gelaufen. Sonst ist es echt ganz doof gelaufen. Ne? Wir müssen mal versuchen, mit den Heubeinen auszukommen. Über den Winter bis zum nächsten Jahr. Kriegen wir aber hin. Wir hätten ja noch das Feld während der Luzerne. Also Luzerne könnten wir heute draus machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das sollte auch relativ viel Heu theoretisch bringen, weil... Also Verständnis ist im Prinzip da, das wächst höher. Deswegen müsste der Ertrag da auch wesentlich besser sein als mit normalem Gras als Heu, ne? Gehe ich zumindest jetzt aktuell von aus. Bin ja kein Fachmann im Landwirtschaftlichen, aber vom Verständnis her müsste das ja eigentlich so sein. Ne? Ja. So. Die Wiese ist schon gut dabei hier. Sehr schön. Viel steht nicht mehr auf der Wiese. Dann werden wir die zweite Wiese noch mähen. Und dann denke ich mal, dürfte das in Ordnung sein. Dann dürfte das, denke ich mal, in Ordnung sein. Gut, ist die nächste Folge schon wieder vorbei. Oha, oh, das geht ja zügig, ne? Das geht ja zügig. Ist man einmal dran, geht die Zeit voll schnell vorbei. Na gut, wir haben ein paar Stunden trocken jetzt vor uns. Ich hoffe, heute werden die Pferde auch erntereif, damit wir wirklich ein paar Folgen hier haben, wo es schön trocken ist mal, die Sonne scheint und so weiter, ne? Das wäre natürlich mal mega cool, nach ein paar Folgen Regen, ne? Das wäre nice. So. Nächste Spur direkt hinterher. Geht's direkt weiter. Das sieht soweit gut aus. Schick. Schick, schick. So. Oh, ganz schön viel Gas, ne? 22 km/h. Mit welcher Geschwindigkeit mäht man eigentlich im Realen so ungefähr? Auch mit 22 km/h über die Wiese, oder? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben.
Würde mich mal auch interessieren. Ob das so von der Geschwindigkeit auch übereinstimmt. Teilweise. So. Dann habe ich gesehen, noch in einem Video in der Doku, es gibt so Piepse, die man irgendwie ans Mähwerk dran machen kann. Da an dich speziell jetzt, Ron, da ich weiß, dass du auch im Landwirtschaftlichen tätig bist, nutzt ihr auch diese Piepser oder? Oder eher nicht? Das wäre jetzt so noch meine Frage. Aktuell. So. Das machen wir jetzt noch fertig. Das Stück hier. Dann haben wir es geschafft. Gut. Dann gehen wir jetzt aufs nächste Feld. Ich danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag einmal bis dahin natürlich erstmal Servus und Tschüss.